Ein Hotspot im wahrsten Wortsinn war der Empfang 2023. Bei rund 35 Grad fand der festliche Abend dieses Mal im Akademiegarten statt. In seiner Rede betonte Kardinal Marx, dass es wichtig sei, auch in diesen schwierigen Zeiten zusammenzustehen. Zudem dankte er den Kirchensteuerzahlern. Durch ihre Mittel könne die Kirche Dinge tun, von denen alle profitieren. Das Verhältnis zur Politik nannte der Erzbischof konstruktiv und offen und dankte für die gezeigte Wertschätzung. Ich glaube schon, dass das Element des Dankes erstmal auch wichtig ist. Denn gerade weil wir große Herausforderungen haben, ist es auch entscheidend, ob wir vernetzt sind, ob Menschen mit uns gehen. Wir sind ja nicht für uns alleine da. Die Herausforderung, in die Gesellschaft hineinzuwirken, auch glaubwürdig, auch Erneuerung neu auf den Weg zu bringen. Aber dazu braucht man auch, wie man so schön sagt, einen Echoraum. Man braucht Menschen, die sagen, ja, wir wollen mit euch gehen. Die Kirche gibt Liebe. Liebe in der Pflege, Liebe in Hospiz- und Palliativmedizin, Liebe in der Erziehung der Kinder beispielsweise, in Schulen. Deswegen wäre es auch ein grundlegender Fehler, dies aufzugeben übrigens. Und Kirche gibt einem Hoffnung für ein Leben nach dem Tod. Und das verschafft einem nur diese Möglichkeit der Glaube. Und deswegen finde ich Kirche wichtig. Die rund 600 Vertreter aus Kirche, Kultur, Politik und Justiz nahmen den Abend zum Anlass für einen regen lockeren Austausch. Zur Sprache kamen aber auch die Probleme der Kirche. Für mich sind ehrlich gesagt die größten Herausforderungen, dass Kirche und, ich sage jetzt, die Welt außerhalb nicht den Kontakt zueinander verlieren. Dass gegenseitig versucht wird, die Sprache zu verstehen und dadurch auch die Themen zu verstehen. Wir leben scheinbar, alles spricht dafür, in einer historischen Phase, Abschied von der Volkskirche alter Prägung. Das heißt, nicht mehr das Milieu direkt. Es ist nicht mehr selbstverständlich. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Kirche immer wieder auch über Krisensituationen sich ein Stück weiterentwickelt, für die Menschen von heute zugänglicher macht. Die Tatkraft, die Zuversicht und die Erdung, die sie hier jetzt in diesen Reden gesagt haben, die müssten halt letztlich wirklich in die Gesellschaft getragen werden. In diesem geschlossenen Zirkel da ist es gut, da läuft es, aber ich glaube, vieles kommt nicht an. Wir müssen die Liebe Jesu Christi, von der wir sprechen, selbst ausstrahlen. Das kann man nicht getrennt, das kann man nur gemeinsam, kann man nur ökumenisch. Wenn wir als Kirchen miteinander nicht die Einheit schaffen, wie sollen wir sie denn dann der Welt erzählen? Also ich glaube, Ökumene ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, um ein Zeichen für die Welt zu gehen, die von so vielen Spaltungen geprägt ist. Ein- und zusammenführen sollte auch der Jahresempfang des Münchner Erzbistums. Und die Teilnehmer blickten in Sachen Kirche auch hoffnungsvoll in die Zukunft. Das bringt uns jetzt nicht voran, wenn man praktisch nur auf alle Dinge schaut, die schlecht sind. Ne? Wer jammert, kriegt keinen Besuch. Tolles Zitat und stimmt natürlich auch. Ne? Also man muss jetzt schon mit allem, was man hat, und es ist ja unglaublich viel Positives, also da muss man weitermachen und man muss, glaube ich, auch die Freude an dem ausstrahlen, was man macht. Dieses Netzwerk hier zu nutzen, um diese Themen voranzubringen, die Flüchtlingssituation, der öffentliche Gottesdienst, dass wir das auch in den Alltag holen, denkt, das sind schon so Punkte, die wir unbedingt brauchen. Wir müssen den Begriff Synodalität ganz praktisch füllen. Und da wird es darauf ankommen, dass die Beteiligungsform so ist, dass es Kirche gut tut. Und das darf man eben auch nicht vergessen, dass die Missbrauchsgeschichte dadurch auch in Zukunft einen anderen Stellenwert kriegt, aufgearbeitet ist und nach Möglichkeit verhindert werden kann. Dass es viele Menschen gibt, die eben auch dran glauben, dass da ein Potenzial da ist, wie es weitergehen kann und dass sozusagen die Nähe Gottes auch gegeben ist, dass er auch da ist. Den Gegenwert der Kosten des Festes will die Erzdiözese nach guter Tradition wieder spenden. So sollen Missbrauchsbetroffene, der Lebensschutz und ein Hospizverein bedacht werden.